will Ihnen noch eine dritte Änderung nach der Verbrauchersicht, nach dem energiepolitischen Konzept, eine dritte Veränderung auch gegenüber meinen beiden Vorgängern bekunden. Zur Energiepolitik und zu den Kernenergie und der Kernenergie in den Kernkraftwerken, die wir betreiben, zählt auch die Entsorgung. Das ist eine Last aus der Vergangenheit, die mit dem Betreiben von Kernkraftwerk verbunden ist, meine Damen und Herren. Meine beiden Vorgänger im Amt haben sich leider, schön, dass einer da ist, haben sich leider um die Verantwortung für die Entsorgung gedrückt. Das war keine Heldentat. Sie haben sich vor der Verantwortung gedrückt, weil sie unangenehm ist. Und ich halte mich gar nicht lange mit der Vergangenheit auf. Ich sage es jetzt für mich hier in diesem Hause, dass ich sage es jetzt für mich, ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit, die Entsorgungsfrage als ungelöste Frage den nächsten zukünftigen Generationen zu überlassen, meine Damen und Herren. Wir drücken uns nicht vor dieser Verantwortung für die nächsten Generationen. In dem Sinne bin ich das Thema Asse angegangen. In dem Sinne werden wir das Thema Gorleben angehen, in engem Kontakt, im Austausch mit einer sehr konstruktiven örtlichen Bevölkerung werden wir das weitermachen. Wir werden weiter für Vertrauen, Kooperation und an Lösungen arbeiten, meine sehr geehrten Damen und Herren. In dem Sinne werden wir auch die erneuerbaren Energien weiter massiv ausfördern. Wir werden das bei der Photovoltaik machen. Ich habe den Gesetzesvorschlag gestern gemacht. Wir werden die Photovoltaik und ihre Nutzung aus der Nischenrolle, die sie bislang hat, mit 1% an der Stromversorgung, dadurch, dass wir sie auf einen verlässlichen, marktanpassungsfähigen Rahmen einfügen, eine neue Zukunft geben. Und wir werden in 10 Jahren bei einem Ausbauvolumen von 4 bis 5% bei 4 bis 5-mal so viel Solarenergie in Deutschland sein, als wir sie heute haben. Das ist unser Ziel. Und dafür haben wir die Vorschläge gemacht. Ich habe sie gestern vorgelegt. Vielleicht nehmen Sie nicht nur Ihre Voreingenommenheit, sondern auch einmal ein paar Kommentare aus der heutigen Presselandschaft. Ich darf nur die Überschriften zitieren. Michael Bauchmüller in der Süddeutschen Zeitung, er kommentiert in der Überschrift clever und hart. Ich zitiere Jens Heidmann zu unseren Vorschlägen, Hannoversche Allgemeine Zeitung, Solarbranche überfördert. Ich zitiere Thomas Exner, die Welt sinnvoller Einschnitt. Und ich möchte aus der Frankfurter Rundschau Frank Thomas Wenzel etwas weitergehend zu zitieren, weil er unsere Politik sehr gut wiedergibt. Ich zitiere ihn. Wir müssen möglichst bald die sogenannte Netzparität erreichen. Das bedeutet, dass der Strom vom Solardach wird dann so viel kosten wie der Strom aus der Steckdose. Das ist notwendig, um die Verhältnisse in der Energiewirtschaft zum Tanzen zu bringen. Deshalb muss das Schmuckstück deutscher Industriepolitik, das Erneuerbare Energiengesetz, weiterentwickelt werden. Eine entscheidende Komponente hat bislang gefehlt. Es gab nur eine unzureichende Rückkopplung zur Markt- und Preisentwicklung. Genau dies hat die Innovationskraft erlahmen lassen. Umweltminister Norbert Röttgen holt Versäumtes nach. Je mehr Anlagen in einem Jahr hinzukommen, was darauf hindeutet, dass die solare Stromerzeugung hochrentierlich ist, umso stärker werden die Einspeisevergütungen gekürzt. Noch wichtiger ist, erlahmt das Geschäft, fällt die Absenkung der Vergütung geringer aus. Das stabilisiert. Leider kommt das neue Instrument mit reichlich Verspätung. Deshalb ist der zusätzliche Abschlag nötig, meine Damen und Herren. Genau das ist unsere Politik, die in der Breite Zustimmung findet, weil sie eine am Markt angepasste Strategie für die Zukunft der erneuerbaren Energien ist. Ich will mit einem abschließen, leider mit zu wenig Zeit, aber ich bitte um Erlaubnis, es noch vortragen zu dürfen. Das ist der Hinweis darauf, dass wir das Jahr der UNO der biologischen Vielfalt haben. Ich will es abschließen mit den Worten und Einschätzungen, die zwei Institutionen gegeben haben. Die eine ist der Papst, des Papst Benedikt, der am Beginn dieses Jahres gegenüber der Weltöffentlichkeit von seiner großen Sorge um die Bewahrung der Schöpfung als moralische Herausforderung und wichtigen Faktor für Frieden und Gerechtigkeit gesprochen hat. Die Wirtschaftskrise und die globale Klimaproblematik haben nach der Auffassung des Papstes dieselben Wurzeln, nämlich eine egoistische und materialistische Mentalität.
Der geforderte Wandel besteht deshalb vor allem in einer moralischen Herausforderung, unser Verhalten zu verändern. World Watch Institute belegt zur Lage der Welt 1987 erstmalig, hat der ökologische Fußabdruck der Menschheit die Regenerationsfähigkeit der Erde überschritten. Wenn alle so leben, wie Amerikaner leben, dann würde die Welt 1,4 Milliarden Menschen vertragen. Wenn alle so leben, wie Westeuropäer leben, dann würde der Planet 2,1 Milliarden Menschen vertragen, meine Damen und Herren. Ich möchte mich bedanken, insbesondere für die Worte des Papstes, die er gesprochen hat. Genauso ist es. Wenn Politiker das tun, wenn Politiker auf die Wertgrundlagen von Handeln hinweisen, werden sie diskreditiert damit. Sie sollen nicht predigen über Werte, sondern sie sollen handeln. Das ist richtig. Darum ist es gut, dass der Papst diese Werte betont hat. Ich möchte darum hier bekunden, dass für uns Natur Eigenwert hat. Und ich möchte betonen, dass wir Wissen um die Dienstleistungsfunktion von ganzen Ökosystemen für den Menschen. Und darum dient das Jahr der biologischen Vielfalt dazu, dass wir den Raubbau, die Zerstörung der Natur beenden, dass wir ein Abkommen schließen im Kampf gegen Biopiraterie, dass wir Institutionen stärken, um des Respektes der Natur willen, aber auch um des Menschen willen. Und darum machen wir von der Klimaschutzpolitik bis zu einer konkreten Energiepolitik mit erneuerbaren Energien bis zum Schutz der biologischen Vielfalt konkrete Politik für die Zukunft des Menschen und der nächsten Generationen. Und ich bitte alle, denen daran etwas liegt, um Unterstützung. Herzlichen Dank.